Was? Harry hat erzählt, dass Batmans Auto immer noch vor der Intensivbehandlung wartet. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Reichsnagen! Aufsicht, bitte kommen! Batman ist hier! Ich wiederhole, Batman ist auf dem Gelände der Villa! Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Das ist Batman! Hier wollte ich mit der Fledermaus allein sein. Der Typ hat mich von diesem Gebäude in Gotham baumeln lassen. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Ich muss eine Spur am Tatort um das Batmobil isolieren, die mich zu Gordon führt. Deine Leistung ist schlechter, als ich dachte. Bei diesem Tempo schlägst du mich niemals. Das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Joker hier! Denkt dran, ich beobachte euch alle, wo ihr auch seid. Sogar dich! Ja, dich!
Nein! Setz dich und nimm deine Maske ab. Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Du dumme Kuh! Harvey! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Dieser Weg ist versperrt. Ich suche draußen nach einem anderen Weg hinein. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer! Wenn noch ein
Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich füge das Gebäude einfach mit Lachgas und lass euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter! Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ihr schwärmt aus und findet die Fledermaus! Was wollen Sie von uns? Ich will euch nicht beunruhigen, Jungs, aber ich glaube, er ist mit sich drin. Was für ein Verrückter hat das hier gebaut? Sieht wie kein... Soll nicht sauber sein, hier stinkt's. Soweit okay, Sie sind in Sicherheit. Batman! Das war eine der leichteren. Bitte! Hier drüben! Ja! Ich habe bisher alle Rätsel gelöst. Batman! Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Ich bin hier,